Dorina, du nutzt den Begriff des digitalen Selbstschutz. Was meinst du damit genau? Wir schützen doch uns im Alltag ständig vor allen möglichen Gefahren. Ja, wir passen im Straßenverkehr auf, dass wir nicht vom nächstbesten Auto überrollt werden. Wir schließen unsere Haustür ab, um nicht dem nächstbesten Einbrecher oder neugierigen Nachbarn es zu einfach zu machen. Wir sind ständig dabei, uns vor allem Möglichen zu schützen. Und bei den digitalen Tools, die wir heutzutage haben, machen wir das häufig nicht. Wir wissen häufig auch gar nicht, wovor wir uns eigentlich schützen müssen. Aber letztendlich brauchen wir das auch, weil es im digitalen, ich möchte jetzt nicht digitale Welt sagen, weil wir leben ja schon in unserer Welt, aber mit unseren digitalen Tools, mit unseren digitalen Daten und Informationen können eben auch Dinge passieren, die uns nicht so recht wären oder uns das Leben schwer machen. Und davor sollten wir uns schützen. Und deswegen spreche ich von digitalem Selbstschutz. Okay, aber könnte man dann nicht sagen, die Hersteller wären in der Verantwortung, eben für die Sicherheit der Systeme zu sorgen, wenn das für den normalen Bürger so schwierig ist? Ja, also die Hersteller sind auch in gewisser Weise in der Pflicht, so grundlegende Sicherheitsstandards anzuwenden, und dafür hat sogar das Bundesinnenministerium Richtlinien erarbeitet, was so der Mindeststandard ist. Aber nun halten sich auch nicht alle Hersteller unbedingt immer in jeder Form daran. Ja? Also es kann sein, dass sie dass das mehr Aufwand bedeutet, also Geld, das heißt, der Umsatz würde dann nicht ganz so groß werden. Sie arbeiten also mit hauptsächlich wirtschaftlichem Interesse. Oder sie haben Interesse daran, mit Unsicherheit Geld zu verdienen. Das gibt es auch. Also sei es, dass mit Daten nicht so gehandelt wird, wie es eigentlich unser Datenschutzgesetz es vorsieht. Oder es gibt eine ganze Reihe mehr Möglichkeiten. Oder dass einfach Fehler unterlaufen. Ja? Also auch den nettesten Herstellern kann eben auch mal ein Fehler unterlaufen. Wo wir natürlich keinen Einfluss drauf haben, aber wenn wir gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, ist das, was dann da passiert, möglicherweise nicht so schlimm für uns in dem Moment. Jetzt sagst du, es gibt schon nette Hersteller, die sich darum kümmern. Was ist denn, wenn sich Hersteller nicht so sehr darum kümmern? Müsste da nicht die Politik stärker eingreifen? Ja, erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter. Also es braucht eben immer erstmal eine Aktivität, um zu sagen, hier ist ein Hersteller seinen Pflichten nicht nachgekommen. Das ist relativ aufwendig. Man muss auch noch nachweisen, dass man selber betroffen ist, und das macht es dann auch nicht einfacher. Ja. Und abgesehen davon ist die Politik einfach nicht so schnell. Ja, also wir haben zwar sowas wie inzwischen ein EU-weites Datenschutzgesetz oder Datenschutzrecht, aber auch das ist über sehr viele Jahre ausgehandelt worden. Wir haben mit der zunehmenden Technisierung haben wir ja auch über die Vernetzung von unseren Geräten, über die zunehmende Datenauswertung stellen sich lauter neue politische und gesellschaftliche Fragen, auf die wir noch gar keine Antwort haben, was wir eigentlich gesellschaftlich wollen oder bisherige Wertvorstellungen wie Privatsphäre ist schützenswert, die in Frage gestellt werden. Und da braucht es erstmal auch intensive gesellschaftliche Prozesse. Und solange die nicht abgeschlossen sind, ist es dann auch nicht immer so, dass die Hersteller sich möglichen Wertvorstellungen vorausschauend unterwerfen würden. So, und weil das eben alles sehr langwierige Prozesse sind, ist man eben auch selber in der Pflicht zu gucken, wie möchte man selber leben. Ja, und wenn ich jetzt den Kurs besucht habe, dann weiß ich, wie ich mich selbst schützen kann, dann kann ich das alles? Ja, zum großen Teil. Ja, also der Anspruch ist nicht, dass am Schluss dein Gerät vollständig abgesichert bist. Du kannst von niemandem abgehört werden. Auch der Geheimdienst beißt sich die Zähne an dir aus. Und selbst wenn die Hersteller irgendwas vergessen haben sollten, du bist aus dem Schneider, das werden wir in diesem Kurs nicht schaffen. Okay. Aber worum es in diesem Kurs geht, ist, sich erstmal mit diesen grundlegenden Fragestellungen zu beschäftigen, mit den Risiken, erstmal zu verstehen, warum sollte ich mich überhaupt schützen, wovor, bei welchen
Tools, bei welchen Anwendungen sind überhaupt welche Fragestellungen von Relevanz, welche Entscheidungen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich überhaupt, bei diesen Handlungsoptionen überhaupt abwägen, also was für Kriterien sollte ich anlegen, nach welchen Kriterien kann ich denn überhaupt mal Produkte vergleichen, all solche Sachen, darum geht es, solches Handwerkszeug zu lernen, auch selber Einschätzung treffen zu können und das eigene Handeln, was man macht, reflektieren zu können, auch zu gucken. Also es gibt auch so einige Aufgaben in dem MOOC oder in dieser MOOC-Reihe, wo es darum geht, zu schauen, wie weit sollte ich denn mit meinen Sicherheitsmaßnahmen überhaupt gehen, ja, weil das für viele ja vielleicht auch unterschiedlich relevant ist. Ja. Das klingt, als müsste ich überhaupt kein Technikexperte sein. Ja, also die Fragen, die wir, mit denen wir uns beschäftigen und die Aufgaben, die gestellt werden, richten sich an jede Person, die mit diesen Tools umgeht. Das heißt, es sollte schon ein Interesse da sein, sich mit diesen Tools eingehender zu beschäftigen, auch mit Alternativen und was ausprobieren wollen, mal hinter die Kulissen gucken, soweit möglich. Aber man muss kein Informatiker sein. Also dieser Kurs, der ist konzipiert für einen Studiengang im ersten Semester. Da können wir auch nicht erwarten, dass die Studierenden schon alle Technikkenntnisse bereits haben, sondern es geht ja darum, das tatsächlich zu lernen. Ja, und für die, also der ist ja auch offen für viele Menschen. Und für die Studierenden geht es zum Beispiel auch darum, also es ist ja ein IT-Sicherheitsstudiengang mit dieser sehr individuellen Lebenswelt und den Sicherheitsaspekten in diesem individuellen Kontext auch eine Grundlage zu bekommen, warum man sich mit vielen theoretischen Aspekten in dem Studium überhaupt beschäftigt und zu sehen, ah ja, wenn ich mich mit Netzprotokollen beschäftige, ah, das habe ich ja hier schon mal gehört in meinem eigenen Umfeld. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Darfst den Kurs auch gerne machen.